Einen wunderschönen guten Tag hier aus Berlin und nicht angekündigt, aber spontan ergeben, mein Gesprächspartner heute, der Fraktionschef der Bündnisgrünen im Bundestag, Toni Hofreiter. Hallo. Hallo, guten Tag. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Haben nämlich ein bisschen Stress gerade, oder? Im Parlament? Ja, wir haben keinen Stress klassisch im Parlament. Es passiert bloß im Moment relativ viel, wenn man an die Krim-Krise, an die Ukraine-Krise denkt. Da ist einfach, sind immer mal wieder Sonderaktionen und deshalb verschiebt sich manchmal immer wieder was. Bevor wir jetzt gleich loslegen, ich gucke mir ja diese komischen Sachen an, wie heute Show und so weiter, und die haben immer so komische Kritikpunkte an ihnen. Was ich ganz spannend fand, ist immer dieser bayerische Grandler. Das ist, ich weiß nicht, woran die immer was auszusetzen haben. Da werden wir heute kein Problem haben, aber vielleicht bei den Inhalten womöglich auch Lösungen finden. Wie schätzen Sie aktuell die Lage zur Ukraine ein? Die Lage zur Ukraine ist ziemlich gefährlich, denn man darf ja nicht nur die letztendlich weltpolitische Frage beachten, sondern man muss ja auch ganz stark beachten, was passiert da dort vor Ort. Wir haben auf der einen Seite die Krim, die annektiert worden ist von Russland. Wir haben da zum Teil immer noch, wenn auch friedlich abziehend, ukrainische Soldaten. Wir haben Milizen in der Ukraine. Also da besteht auch jederzeit die Gefahr, dass es zu Schusswechseln kommen kann. Deswegen muss man im Moment froh sein, dass die Situation noch nicht stark gewalttätig eskaliert ist, auch wenn es bereits die ersten Toten gab. Es gibt ja jetzt auch den Schusswaffengebrauch, der genehmigt ist von ukrainischer Seite. Und vor allem, wie schaut es um die Pressefreiheit aus jetzt in der Ukraine? Es gibt ja jetzt wirklich Gewaltandrohungen gegenüber Presseleuten von der Svoboda. Wie schätzen Sie da die Lage ein? Rechtspopulisten und Rechtsradikale sind ganz häufig ein großes Problem. Das ist der Daten auch ein häufiges Problem. Es gab ja den Vorfall von dem Überfall auf den Fernsehjournalisten bzw. Programmdirektor. Da muss Europa starken Druck ausüben, dass sich die demokratischen Kräfte innerhalb der Übergangsregierung durchsetzen. Und es muss Europa auch helfen, damit sie eine Chance haben, sich durchzusetzen. Ich habe jetzt die grüne Position gehört von Özdemir, Harms und Göring-Eckardt mit Forderung nach Sanktionen. Mich hat es verwundert, dass Grüne Sanktionen fordern. Sanktionen sind ein Teil von zivilen Maßnahmen und wir müssen ganz stark darauf achten, dass den Konflikt zu deeskalieren. Aber man muss ja auch klar sein, Europa kann nicht einen so schweren Bruch von Recht, und über Völkerrecht lässt sich immer streiten, aber es war ein sehr schwerer Bruch von Völkerrecht. Es ist eine Annexion und ist auch noch ein Bruch des Budapester Vertrages. Man darf nicht vergessen, Russland ist eine der Garantiemächte der Ukraine. Und die Ukraine hat freiwillig ihre Atomwaffen zurückgegeben. Das heißt, es ist ein ganz, ganz besonders schwerer Bruch und das kann Europa nicht tatenlos zulassen. Und da ist klug, deeskalierend zu wirken, diplomatisch zu wirken. Zu den diplomatischen Maßnahmen gehören auch Sanktionen und deswegen unterstützen wir den Dreistufenplan der EU-Kommission. Was kann man da jetzt machen? Jetzt dürfen einige da nicht einreisen, andere dürfen da nicht einreisen. Was wäre der nächste Schritt der Sanktionen? Der nächste Schritt ist im Moment die Ausweitung der Sanktionen, in der Hinsicht, dass die Anzahl der Personen, die entsprechend betroffen sind, auch die Anzahl der Personen, die von Kontensperren betroffen sind, muss man ausweiten. Bis jetzt die Anzahl 18, 21, das ist doch eher sehr überschaubar. Und wofür wir Grüne uns auch noch sehr einsetzen, ist, dass es ein Waffenembargo gegenüber Russland gibt. Wir können nicht erkennen, dass es irgendeinen Sinn macht, nachdem Russland de facto militärisch einen Teil eines anderen europäischen Landes annektiert hat, dass man da von europäischer Seite noch Waffen hinliefert. Das ist die grüne Sicht, ein Waffenembargo. Ja. Aber ist die grüne Sicht nicht grundsätzlich so, dass nicht nur Russland, sondern alle keine Waffen bekommen sollten? Wir sind sehr, sehr kritisch gegenüber Waffenexporten generell. Aber
hier sozusagen ist es halt besonders kritisch und deshalb ist das, betonen wir die Forderung sehr, dass keine Waffen im Moment nach Russland exportiert werden dürfen. Sie sagen die grüne Position. Wenn ich mir jetzt im Netz angucke, sehe ich da sich eine grüne Apokalypse aufbauen um Robert Zion. Dann lese ich sehr spannende Artikel von Peter Alberts. Altgrüne wie Antje Vollmer schreiben in der Berliner Zeitung. Also ich habe das Gefühl, dass von allen Seiten es mutet so an, als würden sie die grüne Identität nicht vertreten sehen. Wie sehen Sie das? Da gab es natürlich von der einen oder anderen Person Ungeschicklichkeiten. Und da wir eine sehr aktive Basis haben und eine sehr, sehr aktive Partei haben, wir haben bestimmte Ungeschicklichkeiten natürlich sofort beantwortet. Aber die erwähnten Artikel von Robert Zion und insbesondere von Peter Alberts, da ist ja nichts in der Positionierung drin, womit wir einen großen Dissens hätten. Zumindest gerade zu Peter Alberts konnte ich eigentlich sogar... Sie nehmen an, Sie sprechen von dem Artikel mit den 7 Schlüssen oder Irrtümern oder voreiligen Schlüssen. Also da kann ich sogar eigentlich überhaupt nichts groß erkennen, wo wir da im Dissens wären. Kommen wir doch nochmal zu den Sanktionen. Ich bin jetzt kein Putin-Versteher, aber ich würde gerne Putin verstehen, wenn jetzt Schwarz-Rot und auch die Grünen Sanktionen verlangen und Putin irgendwie morgens aufwacht und sagt, ich rufe mal neutrale Freunde in Deutschland an. Wen ruft denn der da noch an? Kann überhaupt Deutschland jetzt noch eine Vermittlerrolle einnehmen oder hat man sich durch diese Art von Außenpolitik in eine ziemlich blöde Situation gebracht? Nein, ich denke, man hat sich dadurch nicht in eine blöde Situation gebracht. Nämlich erstmal ist entscheidend, dass man, sind zwei Dinge entscheidend, dass man mit diplomatischen Mitteln reagiert, aber dass man den Rechtsbruch auch nicht hinnimmt. Dann ist des Weiteren entscheidend, dass Europa mit einer Stimme spricht und geschlossen agiert, damit so Länder wie im Baltikum, wie Polen auch das Gefühl hat, dass sich ganz Europa ihre Sorgen und Ängste entsprechend annimmt. Aber das heißt ja nicht, nur weil man auf der Seite, weil Europa mit einer Stimme spricht, dass deshalb Deutschland die Gesprächsfäden zu Russland kappt, sondern es ist von großer Bedeutung, da weiter im Gespräch zu bleiben. Denn es macht einfach einen Unterschied, ob man einfach nur ein ganz neutraler, unbeteiligter Vermittler ist. Das kann Deutschland nicht sein, darf Deutschland nicht sein, aber das heißt nicht automatisch, dass man nicht mehr in der Lage ist, mit der russischen Regierung Gesprächsfäden aufrechtzuerhalten. Und das ist ja auch gelungen. Was sagen Sie dazu, wenn man sagt, bei der ganzen Ukraine geht es eigentlich nur um Ressourcen und Geopolitik und um USA und Russland? Ich glaube, dass das in vielerlei Hinsicht falsch ist. Die Krise nahm ihren Ausgang darin, dass die Regierung Janukowitsch, die ja insgesamt schon unter starkem Druck stand, weil sie extrem korrupt war und die ökonomische Situation in der Ukraine schwierig war, ein lange verhandeltes und abgestimmtes Abkommen mit der EU zur Überraschung vieler Europa sehr zugewandter Menschen nicht unterzeichnet hat. Man muss dazu wissen, dass das ja kein Abkommen war, das über Nacht gekommen ist, sondern diese Verhandlungen waren auch wenn man völkerrechtlich das überhaupt nicht müsste, weil die Ukraine ist ein souveränes Land, das selbst entscheiden kann, welche Verträge sie abstimmt, aber war das ja sogar mit Russland in einem gewissen Umfang abgestimmt und Russland wusste, dass die Ukraine ein Assoziierungsabkommen mit der EU gedenkt, also die östliche Partnerschaft abzuschließen. Deshalb kann ich nicht erkennen, dass da die Position da im Anfang so eine falsche war. Wenn ich an die grüne Uridentität denke, ging es immer auch darum, die verschiedenen Perspektiven zu verstehen. Können Sie verstehen, was den Putin stört? Ich
Ich bin mir nicht ganz sicher. Er ist ja jetzt nicht nur ein imperialistischer Bond-Bösewicht, der wird ja auch sich Gedanken machen. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, was bei Putin passiert ist. In der Vergangenheit ist er mal ein sehr, sehr rationaler, nüchterner, kühl kalkulierender Politiker beschrieben worden. Und wenn man das jetzt ansetzen würde, dann würde man sagen, war das mit der Annexion der Krim ein schwerer Fehler, weil die Europäische Union Russland sehr, sehr aufgeschlossen gegenüber getreten ist, der Handel zwischen Russland und der Europäischen Union stark zugenommen hat und eigentlich Russland ein großes Interesse haben müsste, im Interesse seiner eigenen Menschen, dass die Wirtschaft modernisiert wird, stabilisiert wird, dass sie nicht nur Rohstofflieferanten sind, sondern selber Produzenten werden. Und all das wird durch seine Maßnahmen Rückschläge erleiden. Aber warum macht er die Maßnahmen? Ich wollte gerade sagen, deshalb kann man da natürlich nur spekulieren, aber man stellt immer wieder fest, dass bei Führungspersonen, die unter starkem Stress stehen, da muss man bei immer vorsichtig sein, auch bei sich selbst vorsichtig sein, dass die anfangen, ihre eigene Propaganda zu glauben. Und man hat den Eindruck, dass bei Putin der anfängt, seine eigene Propaganda und seine eigene geschichtliche Bedeutung zu glauben und zu überhöhen, nämlich dass er sozusagen den geschichtlichen Auftrag hat, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion möglichst viel Größe des alten Russlands wiederherzustellen und er irgendwann anfängt, diesen im Kern imperialen Quatsch auch wirklich zu glauben. Wenn wir zum Thema Völkerrecht kommen, ich glaube, manche stört auch dieses zweierlei Maß. Ich meine, die Bombardierung von Belgrad war ja auch ein Völkerrechtsbruch. Und 2008, die Legitimation der Kosovaren war auch ein Völkerrechtsbruch, die einseitige Legitimation. Wieso messen wir mit zweierlei Maß? Darüber kann man erstens ganz, ganz stark streiten, ob das wirklich ein Völkerrechtsbruch war, weil nämlich davor bereits in Bosnien schwere Massaker stattgefunden haben, wo Zehntausende von Menschen ermordet waren und es zumindest glaubwürdige Indizien gab, dass sowas im Kosovo wieder stattfindet. Und deshalb kann man da sehr drüber streiten, ob das wirklich ein Völkerrechtsbruch war. Nämlich zum Völkerrecht gehört auch Schutzverpflichtungen, da gehören auch Schutzverpflichtungen der Regierung dazu und es ist eine extrem verengte Auslegung. In der Ukraine, auf der Krim, gab es keinen Bürgerkrieg, es gab keinen Massenmord, es gab keine Abzeichnungen dafür, dass es einen Massenmord gab und des Weiteren kommt dazu, dass da ja nicht ein Eingriff in ein Land stattfindet, sondern da wird annektiert ein Land, Teile eines anderen Landes. Und sowas haben wir schon sehr, sehr lange nirgendwo mehr gesehen. Auch wie gesagt Kosovo, der Kosovo ist unabhängig geworden, aber er ist nicht annektiert worden von irgendjemand anderem, von Albanien oder sonst irgendwas. Deshalb. Und dann kommt noch ganz stark erschwerend der Bruch der Budapester Verträge dazu. Also das heißt, die Ukraine wird von ihrer eigenen Garantiemacht angegriffen. Also das so zu vergleichen, das kann man machen, aber es ist halt ein extrem fehlerhafter Vergleich. Was sagen Sie dazu, dass jemand wie John Kerry sagt, man darf nicht mit vorgehaltener Waffe in ein Land einmarschieren, um den eigenen Willen durchzusetzen, einige Jahre nach dem Irak? Der Irakkrieg war falsch. Den Irakkrieg haben wir immer abgelehnt. Der Irakkrieg war auf alle Fälle auch völkerrechtswidrig. Aber selbst beim Irakkrieg, der so stark daneben war, hat die USA nicht Teile des Iraks dauerhaft annektiert. Das muss man sich. Hat die USA Vorteile durch irakische Ressourcen? Naja, wenn man sich insgesamt das anschaut, wenn man jetzt mal das ganze schreckliche menschliche Leid, wenn man einfach diese geostrategische, da wäre ich einmal ganz vorsichtig, wenn man die Kosten des Irakkriegs für die amerikanische Volkswirtschaft vergleicht mit den Vorteilen. Ja, da frage ich mich nur, würden Sie Sanktionen gegen die USA unterstützen, wenn die das Völkerrecht brechen? Man muss da, wie gesagt, abwägen zwischen auch der Härte des Bruches. Und ich weiß nicht, wie viele
Jahrzehnte oder es her ist, dass die USA irgendwo was annektiert haben. Oder Jahrhunderte. Also da, das ist ein im europäischen Kontext. Kann man wirtschaftspolitisch annektieren? Einzigartiger Vorgang. Man kann wirtschaftspolitisch unter Druck setzen, man kann natürlich wirtschaftspolitisch in Schwierigkeiten bringen, man kann auch wirtschaftspolitisch starke Macht ausüben. Und da sind viele große Mächte, haben unschöne Dinge, extrem unschöne Dinge begangen. Aber es ist immer noch ein Unterschied, ob ich ein anderes Land, ein Teil davon, annektiere und erkläre, das ist jetzt Teil meines Landes. Nämlich, so wie es jetzt sich darstellt, ist die Krim in den Augen Russlands dauerhaften Teil der Russischen Föderation. Es gab diesen Wunsch, Gerhard Schröder den Mund zu verbieten bei dieser Thematik. Was halten Sie davon? Viele grüne Vorschläge sind klug, manche grüne. Es gibt immer wieder grüne Vorschläge, die dumm sind. Und das war ein klassisch dummer Vorschlag. Das ist der Grantler, den ich mochte. Das ist doch der Grantler. Ich sage am entspannten. Ich fand es nur ganz komisch, weil jetzt Rebecca Harms mit Joschka Fischer und dem Soros in der Heinrich-Böll-Stiftung eine Veranstaltung macht, wo ich mich frage, warum so ein Megaspekulant und auch noch Joschka Fischer da bei sowas eingeladen werden. Was sagen Sie dazu? Naja, Soros hat in alten Tagen, wie das ja vielen Menschen geht, die ein zumindest diskussionswertes Leben geführt haben, muss man vorsichtig auszudrücken, hat plötzlich sein Herz für Europa, sein Herz für das Allgemeinwohl entdeckt und kämpft ja. Er ist ja nachweislich in amerikanischen Thinktanks eingebunden. Ja, und das ist richtig, aber wenn man sich viele seiner Veröffentlichungen anschaut, kämpft er zum Beispiel ganz stark um den Erhalt des Euros und hat eine Perspektive, die er als Spekulant, als großer Devisenhändler, als erfolgreicher Mensch an der Börse, ich glaube vor 10 oder 20 Jahren noch dezidiert abgelehnt hätte. Lassen Sie sich von Joschka Fischer außenpolitisch beraten, Sie oder die Fraktion? Joschka Fischer ist ein kluges Mitglied der Grünen, aber er hat sich die ganzen Jahre sehr zurückgehalten und hält sich auch jetzt sehr zurück. Ich habe vorhin den Ströbele gesehen, jetzt muss ich mal provokant sagen, ich dachte, von dem hat man nichts gehört die letzten Wochen, den hat irgendein Realpolitiker geknebelt und eine Fraktion in der Ecke gedrückt. Der hält sich gerade raus scheinbar. Ströbi kümmert sich im Moment insbesondere, erstens hat er sich ja auch geäußert, aber er kümmert sich im Moment insbesondere ganz stark um die NSA-Frage. Ich sehe nur kleine Unterschiede zwischen Schwarz-Rot und Grün und frage mich die ganze Zeit, wenn jetzt die Grünen schwarz-rote Position oder die schwarz-rote Linie vertreten, wer vertritt die grüne Linie, die urgrüne Linie? Da müsste ich jetzt zurückfragen, was ist denn die grüne Linie? Nämlich, wie gesagt, wir haben gerade zwei Punkte gehabt, wo wir einen starken Dissens haben. Energiepolitik als Beispiel mit einem sehr starken Dissens und die Frage der Waffenexporte. Also wir können jetzt viele Themen durchgehen, da kommen wir noch zu vielen, vielen sehr, sehr grundlegenden Dissens. Mit den Linken klappt es im Moment nicht so, ne? Ja, aber das hat nichts mit uns zu tun, das hat auch nichts mit der SPD oder gar mit der CDU/CSU zu tun. Sie müssen, ich kenne das von früher, ich bin schon ewig bei den Grünen und wir hatten eine ähnliche Auseinandersetzung, wir hatten auch einen dogmatischen Flügel, der nicht regieren wollte. Und der dogmatische Flügel ist so lang entspannt in Sicherheit, solange potenzielle Koalitionspartner sagen, ach, mit denen ganz sicher nicht, ach komm. Mit denen wollen wir doch nie regieren. Da ist der dogmatische Flügel zu anstrengend,
aber relativ entspannt. Wenn jetzt der potenzielle Koalitionspartner, so wie das im Herbst die SPD gesagt hat, naja, im Moment ist es ein bisschen schwierig, aber wir könnten uns vorstellen, mit denen zu regieren, Demokratie theoretisch, wenn sich die ein bisschen ändern, ist denkbar. Dann ist der dogmatische Flügel in totaler Panik, reagiert extrem aggressiv. Nicht das Schlimmste, was sie am dogmatischen Flügel einer Partei antun können, ist die Gefahr zu regieren, nicht, dann trifft Politik auf Wirklichkeit und dogmatische Politik überlebt den Clash mit der Wirklichkeit nie, weil es ist eine der Eigenschaften von dogmatischer Politik, dass sie sich nicht mit der Wirklichkeit auseinandersetzt. Deswegen ist es eine innerlinke Auseinandersetzung, die da tobt. Ist das der Grund, wieso eine Wagenknecht oder der Gysi eher als Oppositionsführer wahrgenommen werden im Moment? Nee, erstens glaube ich nicht, dass die eher als Oppositionsführer wahrgenommen werden. Das ist eher so ein Gag, weil sie sind halt die größere Fraktion. Und die machen schon sehr klare Unterschiede. Das ist dann nicht so. Na, was heißt da klare Unterschiede bei der Ukraine-Politik? Wenn man in unseren Augen eine unrealistisch dogmatische Haltung vertritt, die auch noch ahistorisch in dem Zusammenhang ist, dann ist man natürlich stärker im Dissens mit einer Bundesregierung, die in dem Zusammenhang zum Glück bei so einer Krise, gerade insbesondere Herr Steinmeier, vieles richtig macht. Und ich halte es für keine kluge Oppositionsstrategie, dass wenn eine Bundesregierung was richtig macht, nur zu sagen, das ist aber ganz falsch, was die Bundesregierung macht. Dankeschön, Herr Hofreiter. Zum Schluss nenne ich immer drei Begriffe und bitte um drei kurze Assoziationen. Erster Begriff, Neoliberalismus. Margaret Thatcher. Zweiter Begriff, Friedenspanzer. Gar keine Assoziation. Dritter Begriff, Glück. Ein wunderschöner Tag in den Bergen. Wunderbar, danke schön. Ich hoffe auf bald wieder. Ja. Danke auch euch, meine lieben Abonnenten. Meine nächsten Gäste sind die Kabarettistin Simone Solger und die Sängerin Annette Louisanne. Und in eigener Sache, wir haben Bernd Lucke immer noch nicht gefunden. Der hat nicht mal abgesagt oder so, der ist weg. Ihr könntet ihn mal anschreiben und sagen, ich warte immer noch auf ihn. Und ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Danke.